Willkommen zurück aus Ips, wo auch unlängst der Schulexpress tätig war. Aber ich bin jetzt im Ramsauhof zu Gast und zwar bei Hermann Wurzenberger. Hallo Hermann. Servus. Der Ramsauhof, Event Vierkanter, Restaurant, Tagungsort, Benisto, Agricola. Was ist eigentlich das Wichtigste oder ist es alles? Ja, das Wichtigste. Das Wichtigste ist das, dass der Ramsauhof irrsinnig eine gemütliche, schöne Location geworden ist. Und was uns diese vielen Punkte, wie du jetzt gesagt hast, Tagungsort, BNI ist da, ist eigentlich alles in dem Grund zustande gekommen, seit wir ein Restaurant haben, seit wir von Mittwoch bis Sonntag ständig offen haben. Also die Leute können am Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 11 Uhr schon zum Essen kommen und das Ganze bis um 11 Uhr auf die Nacht. Und am Samstag und am Sonntag von 1 Uhr in der Früh auch wiederum bis um 11 Uhr auf die Nacht. Ja. Und seit wir dieses Essen eingeführt haben, dass es ständig passiert, ist es halt irrsinnig gut geworden, weil viele feiern, viele Leute, die was einfach so zum Essen kommen, probieren das einmal aus. Wenn es einer schmeckt, wenn es gut ist, dann kommen sie mit der Feier, kommen sie mit der Verwandtschaft, kommen sie mit der Taufe, whatever. Im Winter, Restaurant ist ja das ganze Jahr offen, aber im Winter ist natürlich Agricola ein Riesenthema, beziehungsweise das ist ja eigentlich ein Halbjahresprogramm. Wie läuft es denn da bis jetzt? Ich glaube, sehr gut. Agricola ist heuer der ledige Wahnsinn. Durch die Besetzung, was wir jetzt haben, es ist, die Leute wollen einfach Spaß haben, die Leute wollen eine Gaudi haben, die Leute wollen was zum Lachen haben und die Leute wollen natürlich auch was zum Trinken haben, wie unser vierkanter Hausbier. Gesundheit, Prost! Und man sieht es ganz deutlich, auch bei Agricola, wenn das Programm richtig lustig ist, verbreitet sich das, das ist ein Wahnsinn. Und wir sehen es jetzt ganz deutlich, wir haben jetzt eine Statistik gemacht, die Leute kommen aus 120 Kilometer Entfernung daher und die sind jetzt nicht nur mehr zu Agricola da, sondern die reisen zu Agricola an, dann sind nächsten Tag im Burgstall in der Erlaufschlucht oder schauen sie irgendwas anderes da im Mostviertel an. Mostviertel ist eine traumhaft schöne Gegend und dann fahren sie halt noch ein oder zwei Tage wieder heim. Also es entwickelt sich immer mehr in die Richtung als Urlaubsdestination. Ich finde es ja ganz spannend, das mit Agricola war ja eine Riesenidee für euch eigentlich. Ihr habt nämlich einerseits das Restaurant, andererseits den Showexpress, jetzt als Eventagentur und da trifft sie beides. Beim Showexpress habt ihr aber natürlich auch noch viel zum tun. Wie kriegt man das in die Reihe, sage ich jetzt einmal? Ich meine, da müssen ein Haufen Leute zusammenarbeiten, oder? Das Ganze ist das, die Chefin, also meine Geschäftspartnerin, Eva Frank, die hat einfach ein irrsinnig strukturiertes Hirn und die ist es im Stand, die Leute so einzutun. Ich war für das nichts. Die Eventbranche hat natürlich jetzt harte Jahre hinter sich, bei der Medienbranche war es ähnlich, aber der Schulexpress ist noch immer, sage ich zum Beispiel, da wie ein Fels in der Brandung. Wie seid ihr eigentlich durch das durchgekommen? Qualität schlagt alles nicht mehr an, oder? Also Qualität ist sicher ein Thema. Das zweite Thema ist das, wir sind bei Schulexpress sehr, sehr breit aufgestellt. Wir sind im Prinzip österreichweit tätig und das in 200 verschiedenen Branchen. Und wie man aus jeder Krise weiß und aus jedem Spiel weiß, wo es Verlierer gibt, gibt es aber auch Gewinner. Und du musst jetzt schauen, dass du immer die Gewinner findest und dann steuerst du das Boot auch durch eine Krise durch. Ihr seid ja, glaube ich, auch in Tirol engagiert und es gibt da Segmente. Also, was mir immer gefallen hat, bei euch sagen, multimedial seid sehr stark. Das muss ich euch wirklich Komplimente sprechen. Letztens in Ips für den Film habt ihr, glaube ich, auch viel Lob gekriegt, oder? Das war, ich sage immer so, jeder kann mal Lob zu war, gell? Aber Ips war, mit der History Show, was eh meine Geschäftspartnerin mit ihrem Team gemacht hat und mit dem Time Bernhard, mit dem Live-Orchester, es war im Prinzip ganz, ganz, ganz großes Kino. Und da muss der Bürgermeister in Ips draußen gratulieren. Er hat uns einfach zutraut und hat gesagt, macht es und tat es und schauen wir, was rauskommt. Weil vorstellen hat er es am Anfang auch nicht können. Warten wir mal ab, es gibt auch andere Städte, die heuer Jubiläum haben und da weiß auch schon, was passiert. Vielleicht kommt ja noch wer zu dir aus Nibelungen gehen. Ich habe recherchiert im Internet, es ist gar nicht so viel zu finden über die, muss ich sagen. Aber ich habe gelesen, Gründung 1997, hast du 20 Jahre Jubiläum heuer eigentlich, oder? Ja, Zeit vergeht einfach so schnell. Nein, es ist ja so, wir haben im Mai haben wir angefangen und ja, jetzt werden wir heute 20 Jahre alt. Wir haben in den 20 Jahren eine gute 5.500 Firmenveranstaltungen hinter uns gebracht. Also wirklich vom No-Name, wo uns kein Mensch kennt hat, glaube ich, sind wir, im Prinzip sind wir zur Nummer 1 geworden, als Eventfirma
für privat geführte KMU-Betriebe oder auch für privat geführte Konzerne. Das heißt, ich brauche einfach einen Eigentümer gegenüber von mir sitzen. Ja? Ich brauche einen Entscheider sitzen vor mir und dann ist das richtig spannende Geschichte. Und was der Wirtschaftskammer sehr gefallen wird, ist, du bist gelernter Fernmeldemonteur, also der technische Konnex ist da. Was der Fleiß macht es aus, oder? Das Hackeln. Ich meine, ich weiß, dass du oft um drei aufstehst, um Angebote schreiben. Ja. Ja, das stimmt auch. Es ist halt so, wenn du um 3 in der Früh aufstehst, zum Angebote schreiben, da hast du halt bis um 8 die wirkliche Ruhe, da kannst du dich echt auf die Sache konzentrieren und das ist halt mir das Allerlieberste. Es ist eh nicht jeden Tag, ja. Aber bald halt wirklich eine scharfe Zeit daherkommt, weil viele halt was brauchen von dir, dann mache ich das und das taugt mir. Ich habe auch gerade gesagt, du wirst jetzt Mittag dann, das wird auch gebraucht für die Gäste. ein anderes Projekt, Gutscheingeschenke.at, ich glaube, es ist ein neues Baby von dir, was da recht wichtig ist. Was kann man da alles erfahren? Naja, Gutscheingeschenke.at ist es so, man sieht immer mehr am Markt draußen, viele Männer wissen oft nicht, was sie der Frau oder der Liebsten schenken sollen. Sind natürlich enorm in Stress und gehen dann ins Internet rein. Und nach was sucht einer, wenn er heute für einen Valentinstag, für einen Muttertag, für einen Geburtstag oder irgendwas ein Geschenk sucht? Als erstes sucht er bei Geschenke und dann bei Gutscheine und durch Zufall war die Seite wirklich frei. Und wir haben jetzt zur Zeit, haben wir rein die gesamten Geschenksgutscheine vom Ramserhof drinnen. Aber die Geschichte wird sich im Laufe der nächsten Jahre stark verändern. Das heißt, wir werden auch andere Bereiche dazunehmen, wo wir zum Beispiel auch Hotelgutscheine drauf haben. Also wirklich wieder ein paar ausgesuchte Partner aus ganz Österreich und die, was zu uns dazu passen. Und dann wird es das auch auf Geschenkgutscheine.at geben. Was ich auch in der Recherche gesehen habe, ich hoffe, du verzeihst mir, weil ich ein bisschen lachen wirst im Kurierbericht, dass diese Sexismusvorwürfe geben wegen den Titel eigener Veranstaltungen. Das war damals rund um die Ski WM. Ostertanz mit Lampenschwanz und so. Ich meine, das hat doch mehr gebraucht, als was euch geschaut hat, oder? So Publicity ist eigentlich unbezahlbar. Ja, gut, das wissen wir heute. Das wissen wir heute. Und es ist halt so, ja, aus was Negativem ist halt etwas extrem Positives geworden. Aber in dem Moment, wo es passiert ist, war es eine Katastrophe. Weil da haben wir nicht gewusst, wo ist links, wo ist rechts. Aber im Nachhinein sieht man, du brauchst heute so einen Aufhänger, so einen Aufreißer. Und leider kannst du sowas nicht planen und nicht kreieren. Ja? Weil wenn wir das kennt hätten, das war dann eine neue Abteilung bei uns in der Firma. Das war ganz typisch gewesen, habe ich gefunden, weil ihr traut euch einfach was. Ich meine, auch diese Ski-WM auszurichten, das ist ja alles kein Bemal, sag ich jetzt einmal so. Ich glaube, das hat nicht nur mit Trauen was zu tun, sondern es ist einfach, du musst von was besessen sein. Du musst einfach von einem Ding besessen sein, diese Namen zu machen. Ja, das ist das eine. Das haben wir halt irrsinnig lustig gefunden. Und auch wenn es mir heute nach wie vor noch keiner glaubt, wir haben es ja da nicht Schlechtes dabei. Ja. Natürlich haben wir gewusst, dass es zweideutig ist, ja. Aber wir haben es ja nicht Geschlechtsdach dabei, ja, dass das so Auswirkungen haben kann. Aber so ein Thema wie ein Ski-WM zum Angreifen, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin jetzt selber gern Ski gefahren und war ein ziemlich guter Skifahrer mal. Und da hast du halt eine gewisse Leidenschaft dazu und wenn du was gern magst, dann magst du es gut und dann siehst du einfach nicht das Risiko, sondern immer nur die Chance. Und das ist, ich glaube, generell von der Evi und von mir unser Ansatz. Wir sehen eigentlich immer die Chance. Und niemals das Negative, weil das bringt uns ja nichts. Habe ich auch gefunden, Lebensmotto ist Carpe Diem auf einer Karriere-Webseite. Hast du ein Porträt drin? und das kann man ja, glaube ich, so dahingestellt lassen. Zum Ramsauhof zurück. Agricola rennt jetzt, glaube ich, nur bis April, oder? Ende April, ja. Gibt es so wieder Highlights wie Hudessen und so? Das war schon eine recht gefährliche Geschichte, sage ich jetzt mal. Nein, das sind mittlerweile diese Highlights, diese inszenierten Essen, ja, die sind heute bei uns wirklich zum Tagesthema geworden. Mittwoch Hudessen, genauso dieses Funko-Grill. Der Mensch, der Gast, der will einfach was erleben. Nur Essen alleine ist zu wenig. Und aufgrund dessen haben wir diese Inszenierungen. Ja. Und die brauchen, haben eine Zeit gebraucht, bis die reinert werden. Nur heute ist Hutessen der meistverkaufteste Artikel im Ramshof. Last but not least, du bist zwar ein Selfmade Man
und hat die Eva, sage ich jetzt einmal, aber gibt es eigentlich Wünsche für euch an die Wirtschaftspolitik, wo es ein bisschen leichter werden könnte oder so? Ich meine, Registrierkasse hast du ja eh schon, oder? Registrierkasse ist ja absolut nie das Thema, weil da bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass das sogar teilweise sehr gut ist, ja. Man kann sehr viel nachlesen, wenn man sich beschäftigt damit, man sieht sehr viel Statistiken aus. Das finde ich sogar gut, ja. Das, was für mich der Wahnsinn ist, ist unser Arbeitszeitgesetz. Ja. Das ist halt was ganz Schlimmes, weil es in der Gastronomie absolut nicht durchführbar ist. Ich weiß nicht, warum das die Politik nicht einsehen will oder warum sie da keine Veränderungen machen. Ja, da gab es schon eine ganze Litanei, aber da sprengen wir jetzt den Rahmen. Ja. Ich würde sagen, wir laden lieber die Leute, dass zu dir kommen in Ramsauhof. Genau. Oder zu euren Veranstaltungen. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit und wir gehen gleich weiter. Und zwar nochmal nach Ips, weil da dürfte die Wirtschaft ziemlich boomen.